Hi Leute, hier ist der George und jetzt kommt das versprochene Video zu dem Stativ. Ich hatte ja auf Facebook schon angekündigt oder hatte gefragt, ob ihr Interesse an einem Video habt. Jetzt habe ich mal kurz Zeit gefunden, euch schnell ein Video zu machen und einfach mal zu zeigen, was ich benutze. Also das heißt jetzt auch nicht, dass das jetzt das Ultimo ist oder so. Ich will euch einfach nur was empfehlen, was ich jetzt schon seit, wann habe ich mir das gekauft? 2009, 2008, 2009, also schon fast 7 Jahre nutze. Und hatte bis jetzt noch keine Probleme damit, also ich bin voll damit zufrieden. Und deswegen wollte ich euch das jetzt mal kurz zeigen, was ich so habe. Zunächst mal habe ich ein Manfrotto 055 CX Pro 4 Carbonfaserstativ. Ist relativ teuer, kostet glaube ich im Moment so um die 450 Euro. Nur das Stativ, ohne Kopf. Bei guten Stativen muss man den Kopf immer separat noch kaufen. Der Vorteil von dem ist, es ist super leicht. Ja, es geht auch in jeden Koffer. Da ich oft wandern bin oder in den Bergen unterwegs, war es mir sehr wichtig, dass es leicht ist, aber auch stabil. Wenn ich es komplett ausgefahren habe, also ich habe hier drei Elemente, die ich ausfahren kann, ist es 1,58 Meter hoch oder sowas. Dann kann man auch zusätzlich die Mittelsäule ausfahren und kippen und neigen. Also das ist wirklich ein super Stativ. Und auch in den letzten 6 Jahren musste ich diese Schrauben, die es hier an der Seite gibt, hier hat es so Schrauben, das heißt, wenn sich die mal lösen oder nicht mehr so richtig halten, dann kann man die nachziehen. Das ist auch wichtig, also auch ein Punkt, wo ihr darauf achten solltet, dass man die nachstellen kann. Aber in den letzten 6 Jahren musste ich das nicht noch nicht einmal nachstellen. Also das ist von der Qualität her ein super Teil. Dann zu diesem Stativ habe ich zwei Stativköpfe. Einmal den Manfrotto 468 MGR RC4, ja, der liegt so um die 250 Euro im Moment. Ist ein Hydro-Kopf, also ein Kopf, Kugelkopf-Kopf. Saupraktisch, auch sauleicht. Habe ich mir noch nachträglich gekauft, eben gerade zum Wandern, weil er leichter ist als dieser hier. Zu dem komme ich gleich. Die RC4-Platte, das ist diese Verschlussplatte, also den gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Die kann ich auch empfehlen, die ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber die schnappt sofort schnell ein und man muss sie auch nicht mehr feststellen oder so, sondern sie schnappt ein und ist auch blockiert gegen ungewolltes Rausfallen. Man muss sie dann erst mit diesem Knopf lösen. Das beides in der Verbindung benutze ich eigentlich zu 90%. Wiegt zusammen ca. 1,5, 1,6 Kilo. Eben super reisetauglich und leicht auch zum Wandern. Diesen Kopf habe ich mir gekauft für die Studiofotografie. Das heißt, dieses Stativ verträgt auch ein bisschen mehr Gewicht. Deswegen auch nochmal eine klare Empfehlung. Benutze ich, wenn ich jetzt Produkte oder Food oder sowas fotografiere, weil man da wirklich mit dem Neiger Grad, Millimeter genau einstellen kann. Aber der Kopf alleine wiegt schon 1,2 Kilo, ja? Also fast so viel wie das hier zusammen. Deswegen ist der zum Wandern nicht wirklich komfortabel. Das ist der Manfrotto 410, heißt er, falls euch das interessiert. Das ist ein Drei-Wege-Neiger, den kann man hier um die eine Achse drehen, um die Kippachse und nochmal zum Begradigen oder so. Wie gesagt, benutze ich nicht so häufig, liegt auch preislich gerade um die 220, 230 Euro. Wie gesagt, wenn ihr viel im Studio fotografiert und millimetergenau oder Architektur oder sowas, da kann ich den gut empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, ist dieses Setup, wenn man das jetzt hier draufschraubt, so das, was ich ja, zu 90% nutze. Und ja, das war einfach mal ein kleiner Einblick in dem, was ich nutze. Wie gesagt, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Mir kommt es darauf an, dass es leicht ist, dass es stabil ist. Und wie gesagt, ich bin mit dem schon auf etliche Berge hochgeklettert. Also auch, ich war auch mit dem schon Bergsteigen. Der hat auch richtig viele Macken schon überall, aber wie gesagt, hält bis jetzt, ich bin voll zufrieden, also klare Empfehlung. Es ist etwas teurer, ja, das weiß ich, viele sagen sich jetzt ja mit dem Setup, das ist ungefähr 700 Euro, das ist schon sehr happig für ein Stativ, also nur für ein Stativ, aber wie gesagt, ich bin ein Fan davon, das einfach nur einmal zu kaufen, anstatt mehrere Stative zu kaufen, bis man dann das Richtige gefunden hat oder es geht kaputt oder so. Wie gesagt, ich habe es jetzt lange genug im Einsatz und kann es wirklich empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video. Wenn ja, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Oder falls euch noch irgendwas anderes interessiert, was ich so benutze, dann werde ich zusehen, dass ich in nächster Zeit auch ein Video darüber mache.
In diesem Sinne, tschüss.